Wie schon angekündigt, wollen wir jetzt zum nächsten Teil der Veranstaltung kommen, des heutigen Plenums, ein Blick auf die kommenden Auseinandersetzungen, auf die Kämpfe dieses Jahr. Und da bleiben wir gleich beim Thema, beim 8. März. Haben wir eben gehört, dass auch in Spanien es wieder einen feministischen Generalstreik geben wird dieses Jahr. In Deutschland haben sich auch viele Frauen zusammengeschlossen in sogenannten Frauenstreikbündnissen. Und über das Thema wird jetzt Janira Wolf sprechen von Verdi Südost-Niedersachsen und auch aktiv bei OKG, Organisieren, Kämpfen, Gewinnen. Genau, und du wirst darüber sprechen, worum es da eigentlich geht bei diesen Frauenstreikbündnissen und was das mit den Gewerkschaften hier zu tun hat. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe jetzt die undankbare Aufgabe, in 5 Minuten über die komplizierte Lage in Deutschland zu reden. Und ich finde es sehr schade, dass es so am Ende platziert ist, weil es ist eine grundlegende Frage, die wir hier am Wickel haben. Ich bin deswegen auch sehr froh, dass meine Vorrednerin so viele grundlegende Punkte vorweggenommen hat. Ich möchte vor allem über die Situation in Deutschland sprechen und unsere Möglichkeiten als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Zunächst, in Deutschland hat sich letztes Jahr auch ein Bündnis gegründet, das Frauenstreikbündnis, zentral in Berlin angelegt, zunächst das auch aufrufen möchte, nach internationalem Vorbild, weil es ist nicht nur Spanien, am 8. März zum Streik. Es hat sich diesem Bündnis mittlerweile 32 regionale Ortsgruppen angebunden. Das heißt, es ist eine sehr dezentrale Aktion, die nach regionalen Kapazitäten und Interessen bei sich vor Ort wirkt und etwas auf die Beine stellen möchte. Viele von uns wissen, dass Demonstrationen und Informationsveranstaltungen nicht mehr reichen. Deswegen geht es hier im Kern darum, eine Radikalisierung der queerfeministischen Forderungen und Proteste anzustoßen. Sie rufen uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auf, sich ihnen anzuschließen. Sie wollen einerseits auf die soziale Sorge- und Reproduktionsarbeit, die in privaten, vor allem weiterhin in Haushalten von Frauen stattfindet, abzielen. Sie fordern damit unser Verständnis von Arbeit heraus. Sie wollen aber auch die Lohnarbeit bestreiken. Nun könnten wir jetzt hier lange darüber diskutieren, wie die politische Lage in Deutschland aussieht. Wir haben eine ganz andere politische Landschaft und juristische Landschaft. Ja, wir haben kein Internet, wir haben kein persönliches Streikrecht. Wir sind an Gewerkschaftsaufrufe gebunden und es liegt eine juristische Auslegung vor, dass politischer Streik in Deutschland illegal ist. Ich finde aber, wir sollten uns es nicht so einfach machen, hier stehen zu bleiben. Wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschaft, die die Auseinandersetzung um Diskriminierung jeglicher Form ernst nehmen, sollten bei dem Punkt weiterkommen als irgendwelche symbolischen Solidaritätsbekundungen und irgendwelche legalistische Diskussionen. Gestern Abend hat zu einer unmenschlichen Zeit auch noch ein Treffen stattgefunden. Es waren, lass mich lügen, 40 Personen mit anwesend. Es war eine großartige Runde unter Gewerkschafterinnen vor allem. Und die Frage war dort nicht, ob wir was auf die Beine stellen, sondern wie wir etwas auf die Beine stellen. Die Frage ist nämlich, welche Handlungsmöglichkeiten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ausschöpfen. Und das sollte die zentrale Frage sein. Und ich möchte hier in unseren eigenen Reihen anfangen. Ich denke hiermit an die Frauen, die in vertrauensloyalen Körpern, in Teamgruppen die unbenannte Arbeit im Hintergrund machen, während Männer immer noch die zentralen Positionen innehaben. Ich denke damit an die Entscheidungen, die getroffen werden, welche Ziele wir für tarifierbar halten und worin unsere Ressourcen reinfließen. Ich denke damit an eine Gewerkschaftskultur, die breitbeiniges Auftreten und harte Ansage machen feiert, die Fragen stellen, voneinander lernen und Kooperation anstrebt, teilweise als Schwäche auslegt. Das ist ein Verhalten, das uns heutzutage mehr denn je nicht voranbringen wird. Wie in dieser wunderbaren Broschüre, die jetzt weg ist, beschrieben wird, hat sich auch etwas grundlegend verändert. Die Idee,
auf die jetzt schon mehrmals referiert wurde, auch, dass vor allem männliche Protagonisten voranschreiten in Arbeitsauseinandersetzungen, hat sich ja schon längst überholt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das heißt, wir haben mehr und mehr Frauen, die kämpferisch und sichtbar in unseren Reihen agieren. Und die gilt es zu stärken und vorne ranzustellen. Diese Frauen stehen für eine grundlegende Veränderung in der Kultur der Gewerkschaft. Und spannend ist ja eben auch, dass sie Kämpfe führen, die, wo sie selber klar und deutlich benennen, dass die Tarifforderungen über Lohnerhöhungen hinausgehen sollen. Die Forderungen, die die Frauen vor allem stellen, zielen auf grundlegende Anerkennung ihrer Arbeit, konkrete Entlastung im Berufsalltag und ganz klar auf Arbeitszeitverkürzung. Das sind alles Themen, die eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung anstreben und die eine verdammt hohe Schlagkraft erfordern. Deswegen, wenn wir das angehen wollen als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, mehr als ein paar Prozentpunkte rausholen wollen und uns auf diesem Kampf unterstützen, müssen wir Gegenmacht aufbauen. Und Gegenmacht bei diesen Kämpfen, die ja vor allem auch häufig nicht nur auf die ökonomische Macht aufbauen, sondern auf öffentliche Wirksam, auf die grundlegenden gesellschaftlichen Fragen, braucht Bündnispartner. Es ist hier nicht nice to have, es ist hier elementar. Das heißt, diese Auseinandersetzung ist vor allem eine Frage nach Bündnisfragen. Wie können wir uns diesen Frauen und Queers anschließen und was sind den Rahmen unserer Möglichkeiten, die wir hier ausschöpfen können? Das bedeutet letztendlich, wir müssen unser politisches Mandat ernst nehmen, auch unabhängig von den politischen Parteien. Im Kern geht es doch auch um die Gewerkschaft als Solidarität und Kampf im Alltag zu denken und nicht allein nur in Tarifrunden und Betriebsauseinandersetzungen. Es geht darum, die vielen im Hintergrund wertzuschätzen, ebenso wie die Rampensäue. Es braucht beides. Es braucht die Unterstützung der alltäglichen Auseinandersetzung von vielen Menschen für ihre individuellen Emanzipationserfahrungen, um für sich selber einzustehen. Das bedeutet eine kontinuierliche Beziehungsarbeit zwischen Menschen und es braucht demokratische Gewerkschaften, in die sich alle einbringen wollen, weil sie wissen, dass sie es können. Hierfür müssen wir uns nicht neu erfinden. Unsere Handlungsmöglichkeiten sind die altbekannten. Wenn es um den symbolischen 8. März geht, kann man sich auch noch kurzfristig daran beteiligen. Sei es eine Sticker-Aktion, sei es ein Informationsstand oder eine aktive Mittagspause. Die Idee, die eingespeist wurde von dem zentralen Treffen, das parallel aktuell in Berlin stattfindet, ist, dass um 5:12 Uhr öffentlich wirksame, aktive Mittagspausen stattfinden können. Da kann man sich noch anschließen, meinetwegen auch mit den verdammten Blumen. Weitergehende Überlegungen sind das Organisieren von kollektiven Überlastungsanzeigen zu schreiben oder die Verweigerung, aus dem Frei zu kommen, wie im Norden bei Verdi das organisiert wird. Für die nächsten Jahre können wir Betriebsversammlungen organisieren. Frauenvollversammlungen am 8. März sind immer eine gute Gelegenheit, zusammenzukommen und die Themen zu setzen, die Themen zu platzieren. Weil letztendlich geht es doch darum, die Themen, die Frauen beschäftigt, ernster zu nehmen und vorne ranzustellen. Es geht darum, die aktiven Frauen in unseren Reihen zu unterstützen oder einfach nur Platz zu machen. Frauenpolitische Themen müssen mehr eingebracht werden können. Und im Rahmen von Tarifauseinandersetzungen müssen unsere Forderungen geschlechterkritisch geprüft werden. Wenn wir über Arbeitszeitverkürzung reden, dann hilft uns ein verdammter Tag weiter Urlaub nicht mehr. Hausarbeit und Kinderbetreuung lassen sich nicht auf einen freien Tag verschieben. Wir brauchen die Arbeitszeitverkürzung im Alltag, jeden Tag. Wir täten also gut daran, uns den widerstandslustigen und tatkräftigen Frauen und Queers anzuschließen, die unter unserem Radar bereits daran am Arbeiten sind. Es geht hier um Bündnisfragen, wie wir uns beteiligen können. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns auf den Weg machen würden, uns daran zu beteiligen und im langfristigen Schritt einiges in Deutschland herauszufordern. Das ist unsere gewerkschaftliche Tradition, uns nicht von rechtlichen Restriktionen aufhalten zu lassen. Lasst uns ein Teil dieser Kraft sein. Ja,
Ja, danke. Danke, Janira. Du hast gesagt, das Frauenstreikbündnis trifft sich dieses Wochenende, also parallel zu unserer Konferenz in Berlin. Das fanden wir auch sehr schade. Da gibt es auch viele Frauen, die das auch sehr bedauern. Von hier aus würde ich gerne noch mal grüßen nach Berlin. Es zeigt aber auch, dass da noch, also die Kommunikation noch ausgebaut werden kann. Janira hat ja auch einige Dinge vorgeschlagen, die man konkret machen kann. Und das ist, finde ich, auch Teil jetzt dieser Runde, zu sagen, was steht eigentlich an und was können wir dann machen? Jeder Einzelne von uns, der hier auf der Konferenz ist und dann rausgeht, da gibt es auf jeden Fall noch Bedarf an engerer Kooperation und auch an kreativen Aktionen und Ideen für den 8. März. Genau, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, zu den Auseinandersetzungen in den Krankenhäusern, was auch sozusagen uns alle, jeden Einzelnen hier betrifft, weil genau, man kann immer mal im Krankenhaus landen. Dana Lützkendorf ist heute hier. Sie vertritt Julia Bruckbauer, die leider krank ist, von der Uniklinik in Augsburg. Dana Lützkendorf kommt aus Berlin, ist Sprecherin der ist eine der Sprecherinnen der Verdi-Betriebsgruppe an der Charité und die Vorsitzende des Landesbezirksfachbereichs Vorstands Verdi Berlin-Brandenburg. Der längste Titel, hast du gesagt, den man sich so vorstellen kann. Ja. Willkommen. Ich habe ihn mir nicht ausgedacht. Ja, ich habe gerade just vor einer Stunde erfahren, dass ich hier stehen darf. Deswegen habe ich auch gar nichts vorbereitet, aber ich denke, das ist kein Problem, denn zur Pflege gibt es viel zu erzählen und auch zu unseren Arbeitskämpfen. Was mir aufgefallen ist an diesem Wochenende, ist die unglaublich beeindruckende Teilnahme in unseren Workshops, wo es um Krankenhäuser und um Entlastung ging. Wir haben mal gestern gezählt, in dem Workshop waren 102 Interessierte. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es Pflegende waren, es waren sicherlich auch Unterstützerinnen. Was auch von meiner Seite aus sehr beeindruckend war, was auch zeigt, wie sich die Bewegung entwickelt hat. Denn als wir 2013 gestartet sind, wir waren ja bei der ersten Konferenz mit dabei, bei der ersten Streikkonferenz, und da waren wir ein kleines Grüppchen, glaube so von ungefähr 20 Kolleginnen und Kollegen, die sich vernetzen wollten. Und auch dank der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat auch dieses Netzwerk sich oder den Kolleginnen dort, den Aktiven dort, breiter aufgestellt. Auch erstmal vielen Dank auch dafür, für diese Unterstützung und für diese Öffentlichkeitsarbeit für uns. Ja, also was sich gestern deutlich gemacht hat, ist, wo wir stehen. Das ist eben, man muss auch mal eine Statuserhebung machen, um zu gucken, wie geht es weiter. Ihr wisst ja, dass wir an der Charité den ersten Tarifvertrag für mehr Personal unterzeichnet haben, ihn versuchen durchzusetzen und nach uns viele andere gefolgt sind. Wir haben gestern festgestellt, es sind 13 Häuser, die inzwischen Tarifverträge bzw. schuldrechtliche Vereinbarungen haben, die ähnlich wie Tarifverträge sind, die zum Inhalt haben, mehr Personal auf die Station zu bekommen oder in die Bereiche. Jetzt ist es das Ziel, eben in diesen Krankenhäusern zu schauen, wie werden die Vereinbarungen dort umgesetzt. Das ist jetzt gerade in einer Phase, wo wir das beobachten müssen und auch auswerten müssen. Aber alles, was davor war, also die Streikbewegung, die Öffentlichkeitsarbeit, hat ja auch dazu geführt, dass viel mehr Bewegung und viel mehr Öffentlichkeit aufmerksam wurde auf die Situation in den Krankenhäusern, auf den Personalabbau, aber auch begriffen haben, noch nicht weitreichend genug, aber noch, also doch schon breit gesellschaftlich aufgestellt ist, dass die Fehlfinanzierung in den Krankenhäusern dazu führt, dass Personal abgebaut wird, vor allen Dingen Pflegepersonal, und immer weniger Pflegepersonal für mehr Patienten zuständig sind und deswegen diese Auseinandersetzung umso wichtiger ist, aber auch zeigt, dass eben der Kampf nicht nur von den Pflegekräften geführt werden darf und muss, sondern es muss halt auch von der Gesellschaft, aus der Gesellschaft kommen. Und da finde ich, ist es ein ganz wichtiger Beitrag auch von euch und von der Gesellschaft, die Pflegekräfte und die Krankenhauskämpfe zu stärken und zu unterstützen. Und wir haben ja damals in der Charité
genau das schon rechtzeitig erkannt und haben ja mit den Bündnis Berlinerinnen und Berliner für mehr Personal im Krankenhaus ja das erste Bündnis bundesweit gegründet diesbezüglich. Und inzwischen gibt es, glaube ich, über 20 Bündnisse deutschlandweit, die in ihrem kommunalen Bereich oder in der Stadt sich gegründet haben, um Kämpfe und Auseinandersetzungen an den Krankenhäusern zu unterstützen und hervorzubringen, also oder zu entwickeln. Weil, wie wir auch festgestellt haben, gibt es auch genug Krankenhäuser, die in dem Diskussionsprozess sind, die gerne aktiver werden würden, die gerne auch in die tariflichen Auseinandersetzungen gehen würden, die wir auch brauchen, aber wir brauchen noch mehr. Denn wir haben jetzt zwar ein Gesetz, ein Pflegestärkungsgesetz, was man durchaus auch würdigen kann, auch positiv, aber meiner Meinung nach mehr negativ würdigen muss, weil es eben nicht das bringt, was es bringen sollte, was eigentlich unser primäres Ziel war, nämlich eine Basis zu schaffen im Krankenhaus, in der gute Arbeit möglich ist und eine gute Versorgung der Patientinnen. Das, was das Gesetz festlegt, ist eigentlich eine Festschreibung des Status quo, beschissene Arbeitsbedingungen und eine schlechte Versorgung der Patienten. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir halt weiterkämpfen. Und die Frage, wie geht es jetzt weiter mit der Bewegung, aber auch mit der Frage, wie geht es politisch weiter oder gesellschaftlich weiter, ist, glaube ich, dass wir extrem also am Anfang stehen und wir eigentlich noch uns viel breiter aufstellen müssen, unsere Bündnisarbeit erweitern müssen, mehr Häuser in die Tarifbewegung bringen müssen. Aber vor allen Dingen müssen wir uns stärker vernetzen und auch da, wo schon Tarifverträge bestehen und dort, wo beabsichtigt ist, Tarifverträge zu verhandeln oder in die Auseinandersetzung zu gehen, wir müssen uns auch stärker vernetzen und synchronisieren unsere Arbeit, dass wir vielleicht auch gemeinsam mal mit einer großen Wucht bundesweit auch kämpfen können. Weil so wie, also es hat zwar eine Auswirkung gehabt, wir haben jeder einzeln gekämpft, aber ich glaube, die gemeinsame Stärke ist da an der Stelle wesentlich, zumal ja so ein Gesetz ändern, so wie es jetzt ist, ja auch eine Riesenherausforderung ist. Genau, und deswegen ist es halt Ziel, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, aber auch wichtig in der Bündnisarbeit, und die Bündnisse vernetzen sich ja auch untereinander, dort stärker sich aufzustellen, auch politisch sich stärker aufzustellen. Und ich finde es auch wichtig, dass sich auch die Gewerkschaft, also Verdi, auch stärker in den Bündnissen einbringt und in die politische Arbeit auch vor Ort. Und ja, unser Motto, mehr von uns ist besser für alle, gilt, glaube ich, auf allen Ebenen. Also mehr von uns Pflegekräften ist besser für alle, mehr von uns Gewerkschaftsaktiven ist besser für alle, aber auch mehr von uns politisch Aktiven ist besser für alle und so weiter. Und ja, das ist mein Appell an euch. Und das soll das Motto auch von 2019 sein für uns, dass mehr von uns ist besser für alle, dass wir das nicht vergessen. Dankeschön. Ja, danke Dana. Wir kommen zum nächsten Thema, zum Polizeiaufgabengesetz. Ich begrüße dazu ganz herzlich Lena Fuhrmann, Betriebsrätin bei Salzgitter Flachstahl, und Tim Reuter, der bei diesen Protesten gegen das Polizeiaufgabengesetz aktiv ist. Ihr habt das Wort. Ja, hallo alle zusammen. Dafür, dass es so ein wichtiges Thema ist, ist auch die Zeit von Timo und mir hier sehr begrenzt. Trotzdem freuen wir uns beide sehr, dass wir hier aus der Jugend heraus zusammen ein Statement zu dem Thema setzen dürfen. Wenn man zurückblickt, dann hat die Jugend schon immer eine elementare Rolle in den Protesten und Kämpfen für ein gutes Leben für alle gehabt. Aber in letzter Zeit sind es gerade junge Menschen, die vom Staat massiv an Protesten gehindert worden sind. Ganze Busse wurden zum Beispiel auf dem Weg zu Demonstrationen ohne Angabe von Gründen festgehalten oder angemeldete Kundgebungen wurden verhindert, indem man die Anmelderinnen auf dem Weg festgehalten hat. Wofür jetzt allerdings die neuen Polizeigesetze sorgen sollen, ist, dass auf den reinen Verdacht hin, dass eine Straftat begangen werden könnte, Aufenthaltsvorgaben gemacht und Kontaktverbote zu Familie, Freunden oder Genossinnen ohne richterlichen Vorbehalt verhängt werden dürfen,
dass unsere Telefone überwacht und Nachrichten in unserem Namen geschrieben werden können. Und auch Präventivhaft bis zu 74 Tagen mit 24 Stunden Videoüberwachung soll, nur um ein paar Beispiele zu nennen, jetzt gesetzlich möglich gemacht werden. Viele, die das zu befürchten haben, werden sich demnächst zweimal überlegen, ob sie an einer Demo teilnehmen. Durch diese Gesetze sind wir als Menschen, die ihre Grundrecht auf Protest wahrnehmen, grundsätzlich erst einmal Verdächtige. Dadurch wird der wichtige rechtliche Grundsatz der Unschuldsvermutung ins Gegenteil verkehrt. Und das alles passiert auch noch unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung in Deutschland. Wer sich nicht bewegt, der spürt auch seine Fesseln nicht. Und wohin es führen kann, zu diskutieren, als Gewerkschaften nicht klare Kante gegen diese Angriffe auf unsere Grundrechte zu zeigen und den Widerstand zu organisieren, das hat sich 33 bereits gezeigt. Diese Gesetze greifen die Freiheit jedes Einzelnen von uns an. Und als ob das noch nicht reichen würde, werden wir als Arbeiterinnen und Arbeiter, die eben nichts außer ihrer Arbeitskraft besitzen, auch noch in unserem einzigen Druckmittel beschnitten, nämlich in unserem Streikrecht. Wenn einzelne Polizeibeamte ohne richterlichen Beschluss darüber verfügen dürfen, ob ein Streik aufgelöst wird, weil er in schwammigen Formulierungen eventuell das Gemeinwohl gefährdet, dadurch, dass zum Beispiel die Produktion oder am Beispiel der Deutschen Bahn der öffentliche Schienenverkehr steht, dann hätten wir unser wichtigstes Kampfmittel im Arbeitskampf verloren. Wir dürfen nicht zulassen, dass Demonstrieren oder Streiken dazu führen kann, dass wir unter Generalverdacht geraten und voll überwacht oder sogar weggesperrt werden dürfen. Und wir dürfen nicht zu Und wir dürfen nicht zulassen, dass wir kriminalisiert werden, nur weil wir unsere Grundrechte nutzen. Was Richterinnen und Richtern vorbehalten war, darf nicht einfach in die Hände der Polizei gegeben werden. Und ein einfacher Verdacht darf niemals zu solchen Einschnitten in unser Privatleben oder in unser Recht auf Streik führen. Deshalb hier von uns die Forderung, dass die Gewerkschaften klar Stellung beziehen und die Proteste gegen die geplanten Polizeigesetze mitorganisieren und mitunterstützen. In Niedersachsen ist es noch nicht zu spät. Und wie Rosa damals gesagt hat, kränkelt die Gesellschaft nicht an fehlenden Werten, sondern an den vorhandenen Zwängen, eben diesem Gesetz zu halten. Die Straße muss uns gehören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich bin ein bisschen erkältet, Entschuldigung. Ich möchte jetzt gerne mit einem Beispiel aus der vergangenen Woche beginnen, was nochmal zeigt, wie mit den neuen Polizeigesetzen eben Tür und Tor geöffnet werden können oder auch dann schon werden, um eben legitimen Protest zu kriminalisieren. Dazu ein Zitat aus der Taz vom 14.02. Habt ihr mit Sicherheit auch schon mitbekommen, aber ich lese es nochmal vor. Am Morgen des vergangenen Samstags waren sieben Aktivistinnen auf das RWE-Gelände des Tagebaus Garsweiler eingedrungen. Die Besetzung dauerte nicht lange. Laut Polizeiangaben verließen sie nach Aufforderung freiwillig den Bagger. Anschließend begannen Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch. Die Aktivistinnen nahm man zur Identitätsfeststellung mit. Sie hätten sich die Fingerkuppen verklebt. Also Hausfriedensbruch, ich glaube, das muss man hier keinem Gewerkschaftssekretär sagen, ist an vielen Stellen Bagatelldelikt. Und auch, ne, wenn man Streiks organisiert, dann kriegt man diesen Vorwurf natürlich oft. Das sah auch das Gericht so. Dabei gilt das Polizeigesetz nur zur Gefahrenabwehr, also zur Verhinderung bevorstehender Straftaten und nicht zur Strafverfolgung bereits erfolgter Delikte. Anwendbar sei die Gefahrenabwehr aber auch auf Straftaten, die vielleicht in unbestimmter Zukunft erfolgen könnten, sagte ein Sprecher des Gerichts Erkelenz der Taz. Zitat: Der Kleber auf den Fingerkuppen war eine gezielte Vorbereitungshandlung. Daraus ergibt sich, dass in Zukunft weitere Straftaten unter dem Deckmantel der Anonymität erfolgen könnten.
Die Gefahr muss also nicht konkret, die bevorstehende Straftat noch nicht einmal geplant sein. So viel zum Zitat. Ich denke, das macht deutlich, dass die Befürchtungen von Anwältinnen und Bürgerrechtlerinnen, die uns nahestehen, begründet sind und vor allem waren, die eben massive Grundrechtseinschränkungen erwarten. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Es gab noch ein anderes Beispiel aus Bayern, wo mit fadenscheinigen Begründungen einem Demonstranten, der sich an Demonstrationen beteiligt hat, eben verwehrt wurde, sein Kind zu treffen. Genau. Und es wird sicherlich auch noch weitere geben. Das ist jetzt das Aktuellste gewesen. Bisher ist es unseres Wissens nicht vorgekommen, dass gewerkschaftliche Kämpfe, wie zum Beispiel Streiks, mit den neuen Polizeigesetzen angegriffen wurden. Bei diesen aber eben, auch wie Lena schon beschrieben hat, kann es natürlich zu Blockaden der Betriebe und Beeinträchtigungen des öffentlichen Raums kommen. Also wäre auch hier eine Einschränkung in Zukunft denkbar und so weit dürfen wir es eben nicht kommen lassen. In Niedersachsen liegt das Gesetz momentan zur weiteren Beratung auf Eis, da selbst der rechtliche Beratungsdienst des Landtages massive Unstimmigkeiten im Gesetzestext und verfassungsrechtliche Bedenken anführte. Es ist damit aber nicht vom Tisch. Das Niedersächsische Bündnis gegen das Polizeigesetz arbeitet weiter und wenn die Beratungen fortgeführt werden, plant es wieder größer in Aktion zu treten. Einen genauen Zeitpunkt dafür gibt es noch nicht. Bis dahin soll es aber kleinere Aktionen geben und lokale Bündnisse aufgebaut werden, die eine größere Mobilisierung dann eben auch bewerkstelligen können. Informiert euch also auch in den lokalen Bündnissen und vor Ort, was gerade eben geht und bleibt an dem Thema eben dran. Bringt euch nach Möglichkeiten auch direkt ein, nehmt das Thema vor allem auch mit in die Gewerkschaften und eure Betriebe. Das Thema bleibt aktuell, auch wenn es momentan aus den Medien weitestgehend verschwunden ist. In Hannover haben sich im Dezember vergangenen Jahres an die 10.000 Menschen einer Großdemonstration beteiligt. In Bayern waren es sogar über 50.000. Das zeigt also, dass dieses Thema wichtig ist. In Niedersachsen haben wir dabei eine regere Beteiligung der Gewerkschaften wahrgenommen als in anderen Bundesländern. Diese waren besonders in örtlichen Bündnissen aktiv und haben lokal Positionen gegen das Gesetz bezogen. Dies begrüßen wir ausdrücklich und denken aber, dass wir in Zukunft noch stärker in den Protest uns einbringen müssen, um auch als Gewerkschaften gesellschaftspolitischer stärker in Erscheinung zu treten. Lasst uns also gemeinsam dafür sorgen, in unserem Umfeld und in unseren Funktionen innerhalb der Gewerkschaften für ein großes Engagement zu werben. Es stehen Diskussionen um die Gewerkschaftstage an, es wird Versammlungen geben in den Vorständen, die können genutzt werden oder auch verschiedenste aktiven Konferenzen. Das Thema betrifft uns alle, wir wollen mit dieser Konferenz die Gewerkschaften stärker politisieren, also lasst uns eben auch genau dieses Thema dafür nutzen. Vielen Dank und wir sehen uns auf der Straße. Ja, ganz vielen Dank, Lena Fuhrmann und Timo, für euren Beitrag. Und das, finde ich, ist wirklich ein beeindruckendes Beispiel, dass Niedersachsen, sozusagen nach Bayern, das Land ist, wo es die größten Proteste gibt, das Bundesland gegen die Polizei, gegen das Polizeigesetz, die auch in anderen Bundesländern geplant sind. Und dass es wirklich einen Unterschied macht, ob Gewerkschaften sich daran beteiligen oder nicht. Also das sieht man, finde ich, ziemlich deutlich gerade an dem Beispiel. Dankeschön. Jetzt kommen wir zu einem anderen zentralen gewerkschaftlichen Thema, der Auseinandersetzung um die Arbeitszeit. Und stellvertretend für dieses große, also für dieses Riesenthema, ist heute Jan André hier, VK-Leiter von VfW Zwickau. Genau, und du wirst berichten über den Kampf um die Angleichung in der Metall- und Elektroindustrie in Ostdeutschland. Schön, dass du hier bist. Danke. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie fange ich am besten an, weil 30 Jahre Klassenkampf im Osten um die 35-Stunden-Woche in 5 Minuten zu packen, ist relativ schwierig, weil es halt auch so vielschichtig ist, das Thema, auch so breit ist, unterschiedliche Tarifgebiete in einem Bundesland, in einem Bezirk der IG Metall. Ich versuche es mal kurz zu machen. Natürlich, jeder hat es mitbekommen, 2003, dieser, naja, ich würde sagen, abgebrochene Streik, weil verlorenen Streik würde ich es jetzt nicht bezeichnen, abgebrochene Streik, hat natürlich eine riesengroße Vertrauenslücke bei unseren Kolleginnen und Kollegen hinterlassen, gerade in den neuen Bundesländern. Dann war viele Jahre lang Ruhe und 2012 gab es ein paar Verrückte,
die sich mal mittags getroffen haben, sonntags, und haben gesagt, wir nutzen einfach die Bundesvertrauenskonferenz der IG Metall in Willingen und ziehen das Thema wieder auf die Tagesordnung. Problem war, wir haben auch niemandem Bescheid gesagt im Vorfeld, weil wir haben gesagt, weil wir festgestellt haben, je mehr du fragst, umso mehr Gegenfragen kriegst du ein Fragezeichen. Wir haben gesagt, wir machen das einfach. Und wir haben es damals ganz, ganz niedrigschwellig angesetzt. Wir haben einfach die emotionale Frage gestellt, wie gerecht ist das überhaupt? Wie gerecht ist es überhaupt, damals 2012, so und so viele Jahre nach der Wiedervereinigung, dass es einfach da unterschiedliche Arbeitszeiten innerhalb dieser IG Metall gibt? Wir haben dann noch mit beigefügt, wir haben mehrmals die Satzung gelesen in der IG Metall, da steht nichts drin, nach unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen, also unterschiedlichen Arbeitszeiten im Osten wie im Westen. Berthold Huber, damals noch, ich weiß nicht, wer eventuell mit dabei war, der ist bald am Podium, dann also am Pult zusammengebrochen, hat eine Minute eine Schweigeminute gehalten und hat eigentlich die richtigen Worte gefunden. Die haben uns nicht gepasst, aber im Nachhinein sage ich, es waren die richtigen Worte. Er sagte dann damals, dass es eine existenzielle Frage der IG Metall ist, dass sie daran zerbrechen könnte, weil es waren ja immer noch die Narben, die gerade so verheilt waren von 2003. Und wir haben gesagt, das ist uns aber egal, wir machen das jetzt. Die größten Auseinandersetzungen, die wir seitdem geführt haben, waren nicht nur innerhalb der IG Metall. Wir haben den letzten Gewerkschaftstag vor 4 Jahren zu unserem Gewerkschaftstag gemacht, aus Zwickau her. Wir haben Videos eingespielt, wir haben gezeigt, was wir seitdem getan haben. Wir haben ganz, ganz viel diskutiert mit unseren Kolleginnen und Kollegen, aber das immer das Entscheidende war, wir haben dann gemacht. Wir sind in die Breite gegangen, wir haben Fahrradtouren organisiert, weil wir gesagt haben, wir reden die ganze Zeit über Arbeitszeitverkürzung, lass uns doch mal über Freizeitverlängerung reden. Ja, das gehört dazu. Das gehört einfach dazu. Wir haben dann gesagt, ich will das auch gar nicht, dass mir jemand vom Vorstand oder aus der Bezirksleitung oder mein erster Bevollmächtigter erzählt, wie meine Arbeitszeitverkürzung oder meine Freizeit auszusehen hat. Ich will eher darüber diskutieren, was heißt das denn für jeden persönlich? Also weil meine Freizeit, die ich eventuell mehr haben könnte, das muss nicht dieselbe sein wie Fanny, die sich vielleicht vorstellt. Also ich werde die wahrscheinlich mit meiner Frau, meinen Kindern verbringen, vielleicht mal zum Angeln gehen. Habe aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ey, ich will das einfach als, ich bin Fußballtrainer, ich will die Freizeit einfach mit meinen Jungs, mit meinen Kiddies da verbringen im Stadion oder. Und diese Diskussion, die war immens wichtig, weil viele unserer Kolleginnen und Kollegen haben einfach das auch verlernt, sich damit zu beschäftigen und darüber auch Gedanken zu machen. Dann gab es zum Glück diese Beschäftigtenbefragung der IG Metall, die das auch nochmal ganz genau gezeigt hat, wo die Leute denn hinwollen. Und der Trend geht einfach dahin, dass die Leute sagen, wir wollen mehr Freizeit, wir brauchen die Freizeit einfach, um auch die immer Arbeitsverdichtung, die wir tagtäglich haben, wir müssen uns erholen, wir wollen für unsere Familie da sein. Und letztendlich hat auch jeder Arbeitgeber was davon, wenn er eine motivierte und ausgeruhte Belegschaft wieder bei sich hat, die auch eine vernünftige Arbeit für ihn dann mit erledigen kann. Also der jetzige Stand ist der, wir haben eine Verhandlungsverpflichtung letztes Jahr im Zuge der Tarifrunde für Berlin-Brandenburg bekommen. Das ist ein unheimlicher Kampf gewesen, da die ersten Gespräche hinzubekommen. Es ist ein Eckpunktepapier, gab es dann mit dem Arbeitgeberverband. Bis dahin war alles noch ganz ruhig. Dann auf einmal haben sich Südwestmetall hat sich gemeldet, was dann dazu geführt hat, dass sich auf einmal auch Gesamtmetall gemeldet hat, weil die gemerkt haben, da passiert jetzt was. Es gab einen riesengroßen Aufschrei, als letztes Jahr in Sachsen Porsche, BMW und Volkswagen eine sogenannte Ergänzungstarifgemeinschaft gebildet haben. Gab es gleich Schreiben an Jörg Hoffmann, Zerstörung des Flächentarifvertrags, holt die zurück, habt ihr eine Macke, was macht ihr dort? Aber wir sind trotzdem weitergegangen und haben es auch weitergemacht. Jetzt sollen im März die ersten Gespräche jetzt tatsächlich mit dem Arbeitgeberverband stattfinden. Sie haben die Daumenschraube angezogen, erst dieses Berlin, Brandenburg und Sachsen. Jetzt heißt die ganzen Ostbezirke, also wir kriegen noch Thüringen mit dazu, Sachsen-Anhalt, Küste, MacPom oben, für die soll das gleich auch mitverhandelt werden. Das machen wir alles, können wir gerne tun.
Wir brauchen aber, glaube ich, die Solidarität und die Stärke dieser gesamten Republik, weil ich habe in den letzten beiden Tagen, vergangenen drei Tagen, festgestellt in ganz, ganz vielen Gesprächen, dass das Thema, egal welche Gewerkschaft das ist, welche Branche das ist, bei allen eine riesengroße Rolle spielt. Ich habe gestern zwei super tolle Menschen kennengelernt, die Busfahrer sind, und mir hat es bald die Schuhe ausgezogen, die im Saarland Bus fahren. Ich dachte eigentlich, wenn du so weit im Westen dieser Republik bist, dann hast du super tolle Arbeitsbedingungen. Habe aber festgestellt, die sind schon wieder so weit westlich, dass sie im Osten angekommen sind bei uns. Und also eine Sache noch und dann bin ich weg, weil wir wollen ja noch ein bisschen Freizeit haben heute auch zum Sonntag. Es gibt, wenn ihr nachgoogelt, IG Metall, Berlin, Brandenburg, Sachsen, auf der Bezirksseite ist eine Aktion gerade dabei, da kann man sich solidarisieren mit bei dem Kampf um die Arbeitszeitverkürzung, da kann man ein Selfie von sich machen, dort hochladen, beteiligt euch da, macht mit und ich wünsche uns noch allen eine restliche Zeit, gute Zeit und ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal hier wiedersehen, dass wir sagen, wir sind schon mal einen riesengroßen Schritt, was die Arbeitszeitangleichung für uns alle angeht, gegangen. Vielen Dank. Genau, und es geht um diese Aktion. Draußen ist auch noch mal so ein Plakat, da könnt ihr auch selber noch Fotos von machen. Wir wollen jetzt hier einmal... Genau, wir wollen das hier schon mal hochhalten.